Dann einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Indexanalyse nach der Perlentauchen-Methode mit ImaginaTrader. Und wenn Sie schon in der Vergangenheit dabei waren, dann wissen Sie, dass natürlich Carsten Berger und heute Abend uns bei dem Thema begleitet. Und ich freue mich, dass er wieder heute für uns Zeit hat. Und ich freue mich auch, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor ich an den Carsten jetzt übergebe, da muss ich natürlich einmal kurz den Risikohinweis mit Ihnen besprechen, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dieses Event bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig und das wird auch in Zukunft so sein. Dann lasse ich den Risikohinweis noch ganz kurz eingeblendet. In der Zwischenzeit schaue ich, dass ich den Bildschirm übertrage und nochmal offiziell schönen guten Abend, Carsten, und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Danke, Nelson, für die freundliche Einleitung zu diesem Webinar heute. Dann will ich mal meinen Bildschirm übertragen. Wie immer muss ich den erstmal aussuchen, weil ich habe im Moment nur zwei Bildschirme. Einer hat den Geist aufgegeben. Da Oh, muss also das ist mal wieder ein schlecht. neuer rein. Ich habe ja noch zwei. Von daher ist das alles okay. So, ich glaube, jetzt müsste man sehen, mein Bild wenigstens. Okay, dann begrüße ich euch recht herzlich zu diesem Webinar. Die Serie geht ja weiter. Kann ich auch schon gleich schon mal sagen vorweg. Auch im nächsten Jahr werden wir diese Perlentaucher-Serie weitermachen und wir werden sie jetzt auch monatlich bei FX Flat machen. Und das freut mich ganz besonders zusätzlich zu diesem Agina Trader Helpdesk, der dann auch noch dabei ist. Also von daher, ihr werdet mich dann öfter hören. Und wir werden uns vielleicht auch noch ein kleines anderes Format ausdenken. Aber jedenfalls haben wir die Termine schon fix gemacht. Okay, die mich noch nicht kennen. Carsten Berger, 52 Jahre alt. Vom Beruf bin ich Diplom-Verwaltungswirt. Was nichts anderes bedeutet, dass ich Polizeibeamter war. Zum Schluss meines Polizeidaseins, 29 Jahre, war ich Leiter einer Sondereinheit in Berlin zur Bekämpfung der Jugendkriminalität. Wohne 10 Kilometer von Berlin entfernt, südlich in Rangsdorf, bin aber gebürtiger Berliner und habe jahrelang in Berlin gelebt. So, den Rest werde ich kürzer zusammenfassen, weil wir heute nämlich einfach mal in die Vollen gehen und gar nicht so groß die Strategie erklären und so weiter, sondern letztendlich in die Märkte gehen und zur Analyse. Den Werdegang habt ihr ja wahrscheinlich jetzt hier mitgelesen. Deshalb werde ich jetzt auch mal ganz kurz das Programm noch, das ist ganz einfach, gar nicht so umfassend. Was erwartet euch? Das fällt heute weg. Die Indizes im Black. Natürlich schauen wir uns die Märkte an, die ja relativ verrückt gespielt haben in der letzten Zeit, denn die US-Wahl war ja und Corona hat uns ja auch noch, sage ich mal, in Schach gehalten und vor allen Dingen die Meldung über Impfstoff ja, Impfstoff nein. Die treiben natürlich die Märkte und machen einiges wesentlich schwieriger, und zwar die Chartanalyse. Da gehen wir gleich drauf ein. Und natürlich könnt ihr auch gerne eure Aktien einfach mal in den Chat hineinschreiben. Nehme ich in den Agina-Trader auf und schaue sie mir einfach mal an, ob das jetzt ein Zeitpunkt wäre, wo ich in diese Aktie einsteigen würde. Wie immer ist es ja immer nur meine Ansicht. Kann auch sein, dass ich in Aktien selbst investiert bin, was werde ich denn sagen? Weil dann ist natürlich da ein Interessenskonflikt. Da werde ich euch dann darauf hinweisen. Okay, wer sich informieren will über das, was ich mache, der kann natürlich auch auf meine Homepage gehen, tradercoach.de. Da findet ihr unter Coaching das, was ich anbiete und kann sich mal hier informieren. Und natürlich kann er auch Kontakt zu mir aufnehmen, einfach zu finden und mir gerne Fragen zu dem heutigen Webinar stellen. Wer mich direkt kontaktieren will, kann das auch über cb@tradercoach.de machen. Habe ich meine eigene E-Mail-Adresse und scheut euch nicht, Fragen zu stellen. Ich habe mich übrigens sehr gefreut über die zahlreichen Zuschriften letztmalig und bitte mir es nachzusehen, wenn es mal ein, zwei Tage länger dauert. Ich rechne dann nicht mit immer so vielen Nachrichten. Aber ich lese sie alle und ich werde sie auch alle beantworten. Also dann noch ein bisschen Geduld.
Okay, dann hole ich mal den Agena Trader rüber. So klein ist er sonst nicht. Mache ich ein bisschen größer. Okay, die meisten von euch kennen ja diese Plattform schon. Wer sie noch nicht kennt, es handelt sich dabei um den Agena Trader. Und hier muss ich sagen, es ist eine Trading-Software, die sehr, sehr umfassende Tools hat, die individuell gestaltbar ist, was die Signalgebung angeht, was man jetzt hier so auf der linken Seite sieht hier. Das kann man hier so Tabelle nennen oder Screener oder Scanner. Ja, das ist eigentlich das Gleiche. Ich nenne es jetzt mal hier Screener in dem Fall. Und da kann man sich die Signale eigens zusammenstellen, ohne jetzt unbedingt programmieren zu können. Ja, also ein bisschen Drag and Drop und vor allen Dingen größer, kleiner als Muster können, wenn ihr in Mathe aufgepasst habt. Ich habe es bei den Kindern gesehen, die fangen da schon in der dritten, vierten Klasse mit an. Das muss man können und dann kann man sich auch seine eigenen Signale zusammenstellen. Dazu kommt natürlich ein bisschen Erfahrung, wie man so einen Arbeitsplatz gestaltet. Ihr seht es ja an diesen zahlreichen Reitern hier oben. Von dem Marktklima über Sektoren in der EU, also Europa, US-Sektoren, Screener US, Long-Watchlist, Short-Watchlist, Handelsliste, Depot und natürlich, wer es mag, auch Intraday. Die restlichen Reiter sind für meine eigene Testumgebung. Also von daher, so ist ungefähr die Struktur, ne? So sollte man vorgehen. Vom Screening her immer direkter werden, immer weniger Werte haben und nachher im Depot möglichst die haben, die zu einer Performance führen. Das ist natürlich nicht immer der Fall, denn Verluste gehören immer dazu. Aber im Schnitt am Ende, wenn der Strich drunter gemacht wird, sollte man da eine positive Performance vorweisen. Okay, dann schauen wir uns mal die Märkte an. Und was ganz spannend ist, dass ich hier schon mal einfach sortiert habe nach meiner Rankingliste, was die Trenddynamik angeht. Und da sieht man etwas, was in den letzten 4 Wochen sich angedeutet hat. Und zwar, dass der Russell 2000 sich hier oben bei mir in dem Ranking, sage ich mal, nach oben befördert hat. Das war vor 4 Wochen noch nicht ganz so. Müssen wir uns den mal anschauen. Das ist der Russell 2000. Und der Value ETF. Und zwar hat der sich ganz schön nach oben geschoben und hat auch eine Art Outperformance ausgebildet zur Nasdaq zum Beispiel. Ja, ganz spannend, wenn man sich das mal anschaut. Dann ist der Russell 2000 hier oben und die Nasdaq, wo haben wir sie, befindet sich hier so im Mittelfeld. Ja. Und das ist schon recht spannend, weil das ja auch immer ein bisschen zeigt, dass die Aktien, die gesucht werden von den Anlegern, überwiegend vielleicht auch von den großen Fonds oder so, dann eher aus der zweiten Reihe kommen. Ja, woran liegt das? Ja, vielleicht eine bessere Perspektive in der Zukunft, weil man einen Impfstoff gefunden hat, dass auch die kleinen Firmen wieder atmen können. Dass es von den Internetfirmen jetzt, sage ich mal, das Geld abfließt in Firmen, die halt ein normales Geschäft in Anführungsstrichen haben. Wo sie halt ihre Brötchen verdienen und dass das Geld dort einfach wechselt. Das hat sich angedeutet. Und zwar kann man das hier mal so sehen. In diesem Bereich hier unten fängt der Russell 2000, ich sage das immer hier, mein Performance-Vergleich, die rote Linie, wenn die über der blauen ist, dann ist der Wert, der da oben drin ist, in dem Fall der Russell 2000, besser als die Benchmark und zwar der Weltindex. Und das ist schon mal spannend zu sehen, weil es war eine ganze Weile nicht so. Und der performt halt, sage ich mal, jetzt besser als der Weltindex. Wenn man das in der ganzen Liste mal sieht, ja, dann sieht man, dass der Weltindex, der hier als Performance-Vergleich ist, hier auf Platz 5, ja, 1, 2, 3, 4, ja, hier auf Platz 5 ist. Ja, das ist die Benchmark der Weltindex. Ja, MSCI, letztendlich als Vergleich. Ja, also wenn ich etwas machen möchte in einem Aktien- oder in einem Weltbereich, wo ich investieren möchte oder traden möchte, dann mache ich das doch eher in den Bereichen der Aktien und ETFs, wo ich weiß, dass die im Moment gerade im Mittelpunkt stehen, dass da ein Fokus drauf ist, dass da sich was bewegt.
Ah, da habe ich schon mal eine bessere Voraussetzung, als wenn ich jetzt hier irgendwie am Ende der Liste rumkrepel hier beim TecDAX. Ja, das sieht man ja auch schon im Chart hier. Kommen wir gleich ein bisschen näher zu. Ich möchte einfach nur mal verdeutlichen, dass man schon sich ja so eine Art Ranking anlegen kann. Und dann sehe ich halt auch, was gerade läuft und was nicht. Ist natürlich jetzt auch keine Glaskugel, die sagt, dass das auch in der Zukunft so ist. Das ist eine Momentaufnahme, aber dieser Moment kann ja noch eine Weile andauern. Ja, wie lange, kann ich auch nicht sagen. Aber letztendlich ist es so, dass Aktien, die sich halt da oben behalten oder ETFs oder Indizes, eine Tendenz dazu haben, auch nach der Markttechnik, wisst ihr ja, bei den meisten, diesen Trend fortzusetzen. Und das hat auch was bei mir mit der Trenddynamik zu tun, wo ich einfach sage, okay, ich sortiere mir die hier und beschäftige mich dann hauptsächlich nur mit Werten, die halt aus diesem Index kommen. In dem Fall mit dem Russell 2000 oder wir haben hier noch einen schönen Wert. Das ist in dem Fall, wir müssen kleiner machen, so der Weltindex. Ja, nicht der Weltindex, sondern hier der deutsche, den wollte ich euch zeigen. Der Classic All Share ETF letztendlich, der alle Aktien mit einbezieht, die in Deutschland gehandelt werden. So ein bisschen mehr als 600, glaube ich. Fallen ja auch immer mal ein paar raus, die wieder von der Börse genommen werden, so wie Rocket Internet zum Beispiel, an die Börse gebracht, wieder rückgenommen. Und die Anleger freuen sich, dass sie weniger vom Geld haben, als sie damals zur Emission bezahlt haben. Damit haben wir halt einen Index drin, der halt nicht gewichtet ist. Und deshalb ist halt, sage ich mal, der DAX ist ja ein gewichteter Index und der verzerrt so ein bisschen das Bild, genauso wie in der Nasdaq ein gewichteter Index ist. Und dort natürlich eine große Google und so eine große Rolle spielt und kleinere Unternehmen, die nicht so einen hohen Kurs haben, so weiter den Index halt weniger beeinflussen. Deswegen ist schon interessant, dass auch hier die Gesamtheit des deutschen Marktes oben steht. Na, ich kann mir halt also schon mal sagen, ist das halt günstiger im Moment in deutsche Aktien oder in den amerikanischen zu gehen? Da würde ich halt eher sagen, ja, dann nehme ich mir lieber den Russell vor als Deutschland. Ja. Das hängt, sag ich mal, vom Ranking zusammen. Das gibt mir eine Unterstützung. Und dann leuchtet bei mir die Lampe auf hier, grün, die sind Outperformer zur Benchmark. Und damit kann ich den restlichen Teil, wenn ich das Handelssystem fahre, dort vernachlässigen. So, schaue ich mal, ob da schon Fragen sind. Die will ich mir mal extrahieren hier aus dem Katalog. Ja, ist das in der Microsoft angefragt worden? Das sehe ich schon mal. So, die werde ich auch verarzten dann, aber etwas später. Danke dafür. Und das Ding noch größer ziehen. Aha, wunderbar. Okay, dann machen wir weiter und fangen jetzt mal an mit dem Russell. Jetzt kann ich ja diesen Screen auch kleiner machen. Das ist nämlich ganz gut. Dann sieht man den Chart ein bisschen größer. So, was ihr hier eingezeichnet seht, das sind die Wochenwiderstände. Ja, was ihr hier oben seht, ist der Tageschart. Den mache ich jetzt auch größer, weil der interessiert mich hauptsächlich. So, jetzt haben wir auf der ganzen Breite hier einen Tagesschart. Grün ist Unterstützung, rot ist Widerstand. Der wurde hier überlaufen. Das kann man schon mal sehen. Der Wochenwiderstand wurde hier überlaufen und damit, sage ich mal, für alle Ausbruchsleute eine relativ schwierige Situation. Ne? Also wer den Ausbruch handelt und dann hier oben einsteigt, das kennen wir ja bei vielen, sagen, okay, ich handle den Ausbruch oder hier. Ne? Ja, ich versuche mal den Ausbruch zu handeln, hätte hier meine Stop-Limit-Order reingelegt, dann wäre ich da, glaube ich, nicht zum Zuge gekommen. Und ich hoffe, ihr habt Stop-Limit-Orders reingelegt, weil das natürlich auch ein ganz schönes Gap ist. Ne? Also ein sichtbares Gap, Kurslücke. Und die sehe ich halt anders als andere vielleicht. Ich sehe die halt immer so, wie man sie im Chart auch sieht. Das heißt, am Hochkurs der letzten Kerze und der vorletzten Kerze in dem Fall, zur letzten Kerze, sollte eine sichtbare Lücke sein, und zwar zwischen dem Tief und dem Hoch oder dem Hoch und dem Tief, je nachdem, wo die Kerze halt, wo die Kurslücke entsteht. So, also schwierig für Ausbruchshändler, weil sich ja auch die Wertigkeit in diesem Trade dann auch ändern würde. Das ist ja klar, ne? Wenn ich hier unten einsteige und sage, ich will hier ungefähr 110, 111 bei diesem ETF anlegen, in dem Fall, dann wird es halt schwierig, wenn das Ding eröffnet bei 115. Und in dem Fall ist es gut ausgegangen, aber das weiß ich ja vorher nicht. Und ich muss mein Risiko ja vorher managen und nicht in der Situation, wo das Ding halt ausgebrochen ist.
Deshalb bin ich nicht so gerne ein Ausbruchstrader, sondern ich handle eigentlich lieber die Situation, die sich danach ergibt. Und so ein Aufwärtsgap, das kann ich sagen, ist statistisch auch erwiesen immer eine gute Sache. Die dient oft als Unterstützung und als Widerstand. In dem Fall natürlich als Unterstützung. Es ist dann halt auch viel günstiger, die Situation so zu sehen, dass wenn ich hier ausgebrochen bin, dann sieht man auch, dann stagniert hier der Kurs. Ich kann es ein bisschen größer machen. So, stagniert und fällt ein bisschen zurück. Und das auch bei extrem hohen Volumen hier unten. Ja. Da, diese Kerze. Da hat sich über Nacht, sage ich mal, was angestaut. Ne? Bei den Futures konnte man das ja handeln wahrscheinlich in dieser Zeit. Die ETFs sind ja nun nicht über Nacht geöffnet an den Börsen, nicht handelbar. Und deshalb kam da diese ja, Verwerfung im Kurs, weil auf einmal die Anleger bereit waren, viel mehr für die Aktien zu bezahlen als vorher. Und deshalb gab es da diese Kurslücke. So, was habe ich dann letztendlich daraus gezogen? Oder wie sieht die Situation jetzt aus? Das hohe Volumen war hier in einem lokalen hoch interessant und natürlich logischerweise auch an der Periode. Also lokales Hoch erkenne ich ja immer erst, wenn es dann nach einer Korrektur gab, also zwei Kerzen oder drei Kerzen, wo es halt vom Hoch her nicht über den letzten Hochpunkt hinausging und das Volumen hoch war. Das ist ja der Fall. Also war es ein lokaler Hochpunkt. Und in dem Fall sind natürlich auch die Hoch- und Tiefpunkte, wo so ein Volumenspike entsteht, signifikant. Ja. Und jetzt muss ich mir mal fragen, wo steige ich denn dann ein in so einen Markt und wo fange ich an, nach so Aktien zu suchen? Man kann, wenn man wenig Zeit hat, auch diesen ETF handeln. Aber lukrativer ist es und outperformender ist es, wenn ich in so einer Phase versuche, den Markt selbst nicht zu handeln, sondern natürlich aus dem Markt heraus die entsprechenden Aktien zu finden, die sogenannten Perlen. Ja? Und wann fange ich dann an zu screenen? Also wenn der zweite Tag auch nochmal ein hohes Volumen hat und in dem Fall ist es eine weiße Kerze. Also man kann sich hier auch dieses hohe Volumen da bei mir in den Kerzen anzeigen lassen. Ihr seht das hier. Ich kann nicht ein- und ausschalten. Dann sehe ich, dass der zweite Tag auch noch ein ziemlich hohes Volumen hat, was von der Regel abweicht. Und das bildet im Endeffekt auch eine Art Widerstand an dem Tag aus, auch natürlich an diesem lokalen Hochpunkt, auch natürlich wieder an diesem Kerzenunterpunkt. Und dann sehe ich schon, dass sich hier so ein Bereich abbildet in diesem, wo dann der Kurs auch sehr häufig reagiert. Natürlich werden die jetzt auch mal durchlaufen, diese Punkte, ist klar. Aber als Anhaltspunkt kann ich mir sagen, okay, wenn der Kurs hier darunter fällt signifikant, hat er ja nicht, er hat ja eine extrem lange Lunte ausgebildet im Verhältnis. Und der Kurs kommt hier zum Stehen. Also hier waren wieder Käufer bereit, den Kurs aufzufangen. Also hätte ich dann in diesem Fall hier angefangen an diesem Tag, dem 12. November, nach Aktien zu screenen und zwar in die Long-Richtung. Ja, das sehe ich natürlich da vorher nicht, logischerweise. Wäre das der Zeitpunkt, wo ich mich dann hinsetzen würde und sagen, okay, ich suche jetzt nach Aktien. Ja. Weil das Gap gibt mir eine Unterstützung und natürlich kann der Kurs, wenn ich hier screene, noch bis hier runterlaufen. Das muss ich mir auch bewusst sein, wird aber vielleicht oft vom 20er auch etwas gestützt und auch von dem Gap letztendlich. Das muss ich mir natürlich bewusst sein und dann auch meine Positionsgröße dementsprechend anpassen. Ja. Meine Positionsgröße wäre hier unten an dem Gap wesentlich höher, logischerweise, als wenn ich da oben an dem Gap agiere. Ja. Das ist immer so ein Zwischenspiel, ja, zwischen teuer und billig. Ja. Und wenn ich am Markt weiterarbeiten möchte, dann muss ich halt wissen, dass wenn der Markt extrem am oberen Bollinger Band ist, ich relativ teuer bin. Ja. Das heißt nicht, dass man oben immer verkauft und unten kauft, aber das ist halt wichtig zu wissen, weil je länger der Markt am oberen Bollinger Band rumgeistert, desto höher wird das Risiko. Und ihr müsst halt, solltet schauen, dass ihr euer Risikomanagement, ja, also wenn ihr sonst immer reingeht und mit 5.000 Euro pro Aktie oder 1.000, je nachdem, die Positionsgrößen sind ja bei jedem Händler verschieden, dann müsst ihr euch schon entscheiden und sagen, okay,
Bin ich hier oben bereit, long zu gehen? Ich weiß auch nicht, ob es weitergeht. Wissen müsst ihr aber einfach nur, was euer Portemonnaie sagt. Also, dass das Risiko hier höher ist als da unten, muss ja auch schon klar sein. Ja? Und deshalb kann ich hier eine höhere Größe fahren als jetzt da, logischerweise. Also so mache ich das. Und dann muss man sagen, okay, der Markt ist schon etwas gelaufen. Er könnte natürlich weitergehen. Ja? Weiß ich nicht, das ist ja gestern gewesen, hier 17. Dann weiß ich nicht, was der Kurs am nächsten Tag macht. Und das muss ich halt mit meinem Portemonnaie steuern und sagen, okay, ich gehe da nur mit 2000 Euro rein, eventuell in eine Aktie, um dann halt long zu gehen, weil der Markt, der Gesamtmarkt ja schon gestiegen ist. Und wenn der Gesamtmarkt, müsst ihr euch immer so vorstellen, da ist ein bisschen Markttechnik mit bei, aber das ist bei mir jetzt nicht so immanent wichtig, aber ich kenne das natürlich. Der Gesamtmarkt hat ja jetzt ein so einen Aufwärtstrend gebildet, ja, wird der Markttechniker sagen. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich fange jetzt an, nach Aktien zu screenen im Russell, die gerade hier aber in der Korrektur sind. Also da sieht die Aktie jetzt meinetwegen, weil ich handle ja nur Sachen eigentlich aus der Korrektur. So, der Markt macht das und die Aktie, die ich gerade suche, macht in der Regel das. Sie kann aber auch nur das machen, jetzt ohne jetzt einen Trend zu haben. Weil ein Trend interessiert mich jetzt nicht so, sondern Volatilitätsausdehnung nenne ich das mal. Und wenn jetzt meine Aktie hier in der Korrektur ist und ich hier versuche einzusteigen, dann ist das für mich ja eventuell ein Wendepunkt. Ja? Umkehrstab oder was ich, Powerbar, was da alles gibt bei mir. Und in dem Moment, wo der Russell jetzt anfängt zu schwächeln, weil er ja schon ein, zwei, drei, vier Tage unterwegs ist und die Statistik sagt, naja, nach 4 Tagen ist eigentlich relativ immer ein guter Ausstiegspunkt, wenn man das mal backtestet, dann habe ich ja hier ein höheres Risiko, dass der Markt in der Gänze etwas sich ja, korrigiert. Also wenn der jetzt runtergeht, dann ist das für den Gesamtmarkt völlig in Ordnung. Meine Aktie macht dann aber den hier. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie plane ich meinen Trade? Setze ich meinen Stop hier hin? Halte ich mit einem ATR-Stop? Ich selbst nehme einen volatilitätsbasierten Stop, um die Sache abzufedern, weil ich halt nicht weiß, ob der Kurs dort im Endeffekt runterläuft. Das heißt, hier habe ich ein höheres Risiko und deshalb muss ich halt schauen, wie ich mit der Situation umgehe. Ich würde jetzt keine Aktien suchen, die in der Korrektur sind. Natürlich werde ich die finden, aber auch schon weniger. Weil wenn ich mein System anwende, ich kann ja dann dieses Ranking Trenddynamik anwenden, dann finde ich ja hauptsächlich Aktien oben, die auch sehr dynamisch waren. Und dann ist halt auch die Chance, dass da Aktien bei sind, die in der Korrektur sind, geringer. Also warum soll ich mich denn da hinsetzen, und mir das ein Abmühen, um zu screenen, wenn der Gesamtmarkt gerade oben ist? Also Sinn macht es doch hier nach Aktien zu suchen und nicht da oben. Sicherlich werdet ihr auch welche finden, aber hier habe ich eine höhere Chance, dass der, wenn mein Aktien, wenn mein, meine entsprechende Aktie auch das macht oder das macht. Also er relativ unten ist, zurückgekommen ist. Damit habe ich einen etwas günstigeren Punkt, sage ich mal, einzusteigen und auch auf meine eventuelle Gewinnmitnahme zu kommen. Also mein Target, ein Teilgewinn. Nicht einen vollen Verkauf, sondern Teilgewinn. Also bitte immer mit bedenken, wie es gerade aussieht. Wer drin ist in Aktien von Russell, der kann natürlich immer auch sollte auch den Index im Blick haben und schauen, dass der, wenn er anfängt, ein bisschen zu korrigieren oder mal so als Tipp, 4 Tage außerhalb des Bollinger Bandes ist eigentlich auch immer ein bisschen kritisch. Ja. Also da sind wir gerade mal 1, 2, 3 draußen. Dann kam ein bisschen der Rücklauf. Hier sind wir jetzt 2 Tage, wo es ziemlich weit oben dran stößt. Das heißt, wir hätten vielleicht noch 2 Tage, wo da noch ein bisschen nach oben geht. Weiß ich nicht. Dann könnte es aber zu einer ein- oder zweitägigen, wenn nicht sogar längeren Korrektur kommen. Also wer drin ist, einfach die Aktien verwalten. Ich weiß nicht, was ihr für ein Stop-Management habt. Das ist ja ein großes Thema. Hier in dem Fall würde ich halt eher noch mal gerne 2 Tage Korrektur oder sehen zwei tiefe Hochs, gerne auch etwas runterkommend wieder auf den entsprechenden Volumenbereich. Ja, der stützt natürlich durch das Volumen, deswegen reagieren diese Kerzen auch hier wieder mit langen
Lunten. Also wenn das Ding jetzt hier wieder zurückkommt und hier einen Umkehrstab bildet oder so, dann haben wir ja schon wieder auf den Wochen einen Widerstand, der jetzt gebrochen wurde und ein Pullback war. Im Endeffekt, sage ich mal, eine gute Chance hier reinzukommen und sind relativ gut nach unten abgesichert. Ja. Immer die Voraussetzung, dass nicht gesagt wird, alle Impfstoffe sind Käse und Trump kommt auf einmal wieder an die Regierung oder so. Und dann wird das natürlich extreme Auswirkungen haben. Also im Moment ist der Markt sehr, sehr newsgesteuert und Unternehmensnews, die jetzt gerade rauskommen, die sind zwar schön, aber das kann sich ja alles auch wieder ändern, je nachdem, was Corona bewirkt oder auch nicht. So, mache ich mal wieder den Bildschirm hier sauber. Zack, okay. Schauen wir uns mal den nächsten Index an und zwischendurch gucke ich mal auf die Fragen. So, wie baue ich, ja, Marc fragt dann, wie baue ich die Spalte Trenddynamik? Ja, das ist natürlich Teil meines Systems, das werde ich jetzt hier nicht so preisgeben. Wie man Spalten baut, wird dir wahrscheinlich klar sein. Das ist Teil meiner Strategie, die werde ich jetzt hier nicht so zum Besten geben, weil die, sage ich mal, ich auch zum Coaching letztendlich beinhaltet. Ja? Bitte darum Verständnis. Nein, das Ranking ist nicht nach dem RSI. Jinko Solar schauen wir uns an nachher. Okay, wie geht das Backtesting? Ja, Roland, das ist eine gute Frage, aber vielleicht eher die Stellen bei Arjuna Trader Helpdesk, weil die ist jetzt heute hier etwas fehlgeleitet, die Frage. Aber ich merke sie mir und ich glaube, nächste Woche machen wir dann einfach da weiter. Also dich ein bisschen gedulden. So, dann der nächste Blick, den Vola ETF brauchen wir uns nicht anschauen. Gehen wir auf den Classic All Share ein. Allgemeine deutsche Aktien, also alles, was da mit am Start ist. Also da sagt mal einer, Deutschland ist langweilig. Das ist ja, ich finde den Unterschied so toll. Ja? Also wenn ich das mir anschaue und schaue mir den DAX an, gehen wir mal runter, Rosa. Das ist der FDAX. Und dem im Vergleich zum MDAX mal rein, was man hier mal so ein Gefühl kriegt, nur mal sehen, dann ist das schon krass, dass eigentlich alle Aktien, ne, dann ganz schön performt haben in der Zeit. Und deswegen, ja, viele schauen ja mal auf den DAX, das ist auch schön, aber da er auch seine Gewichtung hat, schaue ich halt auch drauf, aber ich schaue auch auf die Nebenindizes. Also MDAX ist sehr interessant, SDAX ist interessant, TecDAX ist interessant. Und gerade auch bei kleinen Unternehmen kann man halt auch sehr gute Einstiege in der Hinsicht finden. Ja, lohnt sich auch immer mal so ein Blick auf die entsprechenden Sektoren, um dann letztendlich diese Aktien zu finden, die eine gute Chance haben, also einmal eine relativ nette Performance hinzulegen. Und das ist natürlich auch keine Garantie. Aber das, was man jetzt hier sieht in dem Fall, kann ich mir euch auch mal fragen. Was würdet ihr jetzt hier einsteigen, nicht einsteigen? Ich mache das Bild mal ein bisschen größer. Ihr könnt auch noch einen Wochenchart drunter haben. Dann seht ihr das hier. Dann ist der Stundenchart. Moment. Falsch. So, so sieht der Wochenchart aus. Und da haben wir noch ein bisschen Luft bis zur nächsten, bis zu 9.800. Ja, würde dafür sprechen, dass die Aktien noch eine Chance haben. Ein weiteres Anstiegsmomentum zu entwickeln. Wenn man aber das sich mal anschaut, dann oder mal durchzählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Tage hintereinander Anstieg. So, also ihr habt ja noch nie so eine schwarze Kerze mal gesehen. Kommt nicht so häufig vor. Jetzt nehmen wir einfach mal einen anderen Punkt. Da hinten sieht es auch relativ lang aus, was so Anstiege angeht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ja, vielleicht 16. Dann wird es aber dünne. Gut, dann kann man sagen, der 200er war hier, deswegen stößt sich der da auf den Kopf. Das mag auch so sein, weil viele darauf gucken, besonders die größeren Investoren.
Aber es ist doch logisch, dass wenn ich hier oben anfange einzusteigen, etwas mein Risiko erhöht. Und deshalb sage ich mir hier, klar kann ich hier screenen, werde aber auch hier kaum Aktien finden aus dem Bereich, die jetzt gerade mega in der Korrektur sind, weil wir ja wieder neue Hochs haben letztendlich zur Schlusskursbasis. Und das natürlich bitter, wenn man sieht, wie schnell der Kurs steigt und man ist nicht dabei. Ja, das gehört mit dazu. Das muss man aushalten. Und wenn man es nicht aushält, wenn man sagt, ja, schon wieder die Aktie, ich habe sie doch gehabt, bin ich drin. Klar kann ich einen Trade machen. Und wenn ich sowas machen würde, dann an so einen Stellen mir auch, aber dann natürlich mit weniger Positionsgröße, bitte. Und da muss man auch überlegen, lohnt sich das mit den entsprechenden Gebühren? Aber ich würde sie halt runterfahren. Ne? Also hier bin ich etwas mehr bereit zu geben als da oben. Ne? Also wenn es immer mehr Tage da auf der Karte hat, wo halt eine Korrektur kommt, die kommt definitiv. Und wenn ich sie versäume, dann ist das halt so. Dann kann ich halt nur mit kleineren Positionen daran teilhaben. Aber euer Risiko nimmt ja mit dem Anstieg hier auch dementsprechend zu. Ja, wenn euer Risk, ja, dass der Kurs zurückläuft, wird natürlich hier immer größer. Und letztendlich verhält sich dann das Risiko. Das sollte jetzt so ein Keil sein, das sieht irgendwie aus wie eine Mohrrübe. Wird das Risiko hier immer größer. Und mein Kapitaleinsatz wird dann halt mit dieser Kurve aber immer niedriger. Also irgendwie so. Bis ich irgendwann sage, na jetzt gar nicht mehr. Ne? Also wenn jetzt hier noch so ein Spike kommt nach oben, ran ans Bollinger Band, dann wird das halt immer niedriger. Und dann muss ich halt erstmal eine Korrektur von 2, 3 Tagen abwarten. Oder halt so ein Inside Bar, wo ich dann halt mit sehr, sehr, sehr wenig Geld reingehe. Ich warte dann lieber ab, bis der Kurs halt zurückkommt, und das Kapital vom Einsatz her größer wird, wenn halt bestimmte kumulative Punkte da sind. Also Beispiel, 200 da ist in der Nähe und der Kurs geht drüber. Das ist natürlich keine Strategie in dem, aber es ist ein kumulativer Punkt. Das heißt, kumulativ, wenn andere Sachen dazukommen. Und das Volumen kann ich auch hier betrachten in dem Plan. Ich mache das mal wieder weg. Mal Objekte entfernen. So, schauen wir uns mal das Volumen an. Also auch hier haben wir das Volumen und zwar hier an dem Tag, das ist ja auch der 9. November. Und da schauen wir uns an. Die Kerze ist interessant, an dem das passiert ist. Hoch und tief. Also in der Range spielt sich natürlich etwas ab. So, das ist ein Unterstützungsbereich und wenn der Bereich ja überwunden wird, dann ist das auch ein Unterstützungsbereich, sehr häufig. So, dann finden wir hier einen Schlusskurs drüber und die Kurse reagieren letztendlich hier und finden wieder einen Schlusskurs drüber. Okay, so, wenn ich jetzt hier reingehe, dann weiß ich, wenn ich hier drunter falle, unter diese Markierung, dann habe ich ein erhöhtes Risiko, dass der Kurs wieder den macht. Und zwar dahin, wo das Volumen, sag ich mal, angefangen hat. Das ist ja logisch, weil alle, die hier oben gekauft haben, wenn ja auch viele waren, dann haben die im Endeffekt jetzt eigentlich ein Minus auf dem Konto. Und alle, die hier unten das verpasst haben, sind halt eher bereit, hier wieder einzusteigen. Was mein Risiko dann wieder verringert, dass der Kurs nicht nochmal wenigstens bis hier ranläuft. Und dann kann ich halt da auch noch meinen Taler rausziehen. So, das ist Vergangenheit. Was ist jetzt? Jetzt hat der Kurs sich darüber etabliert. Wo würde ich dann halt jetzt nach Aktien besonders gerne suchen und etwas mehr investieren? Na klar, der Kurs muss zurückkommen. Und am besten irgendwo hier in dieser Sektion. Und am liebsten, aber das ist nicht immer Bilderbuch, und in Börse ist nicht Bilderbuch denken im Chart, aber ungefähr haben wir hier einen Umkehrstab, ja, wo das rausgenommen wird, getriggert wird, dann würde ich hier unten anfangen, in dem Bereich zu suchen nach Aktien. Weil dann haben wir ja alle wieder diejenigen, die halt sagen, okay, die haben ihr Kapital reingeschoben, es ist wieder zurückgekommen, jetzt wird es wieder etwas günstiger. Jetzt haben wir wieder eine Chance, reinzugehen. Ja? Also ich warte mal lieber ab, bis es 2, 3 Tage runterkommt und wenn das in so eine Volumenunterstützung kommt, super, geht er noch weiter runter, hat er diese Wochenunterstützung noch damit parat und noch diese Range hier, die große von diesem Volumenbereich. So,
Das ist mal das mit dem Classic All Share. Dann schauen wir uns mal an, was der Eurostoxx nicht, der SDAX mal macht. Aber der sieht genauso aus, ne? Ist jetzt auch nichts anderes, hat seine entsprechenden Volumenbereiche hier oben überhöht, überkauft heute, eng dran, ja, und vor allen Dingen da ist noch ein Gap. Das heißt, beim Ex-DAX und das den Wochenwiderstand überwunden, der jetzt zur Unterstützung wird. Na, schauen wir mal hier ran. Das ist schon fast ein All-Time-High. Auf jeden Fall das, was hier auf dem Schirm ist, bis 2014 in der Woche. Wenn man jetzt hier einsteigt und sucht, na, hier wäre es besser gewesen zu suchen, aber wenn es das geht noch, ist noch nicht so weit rausgelaufen, wer jetzt nach Aktien sucht und hoffentlich eine in der Korrektur findet oder aus einer Seitwärtsrange, dann ist das Risiko relativ nach meiner Auffassungsgabe bis hier begrenzt erstmal. Ja? Wir haben so ein Gap damit bei Positionen würde ich auflösen, wenn er halt unter dieses Gap läuft, weil dann haben wir wieder die Gefahr, dass wir halt bis hier nach unten tendieren. Ja? Also das geht noch, das sieht auch gut aus. Könnte man eine kleine Position versuchen in den entsprechenden SDAX-Aktien. S&P 500 schauen wir uns mal an. Sieht ein bisschen anders aus, hat irgendwie nicht mehr ganz so die Puste. Ja. Ist ja auch weniger geworden. Also man sieht ja auch hier die absoluten Zahlen. Ne? Hier Monatsperformance vom SDAX 6,3%, S&P 500 5,37%. Da kann man jetzt auch nicht meckern, aber irgendwo muss man ja beim Ranking mal anfangen. Will ja nicht alles durchforsten an den Märkten. So, was fällt hier auf? Wochenwiderstand. Ja, sind wir drüber gegangen? Ausbruchstrader, wenn die gesagt haben, ja, komm, geh drüber hier. Und zack, hast dich gefreut und am Abend ist ja wieder da angekommen, wo ich irgendwie eingestiegen bin. So, dann hat man es halt viel gemütlicher, wenn man halt nach so einer Korrektur, wenn man so einen Umkehrstab hat und schaut sich das Volumen an diesem Tag. Oh Wunder, es ist etwas erhöht, nicht so sehr. Es ist bei Indizes nicht ganz so signifikant wie bei Aktien. Dann hat man an dieser Kerze das Tief und das Hoch, logischerweise, was interessant ist. Und gleichzeitig haben wir einen lokalen Punkt, der mit Volumen belegt ist, weil ja danach der Kurs nach unten geht. Also so einen lokalen Punkt. Aber auch die Kerze hat ihre Hochs und Tiefs, die für eine Kursreaktion sorgen. So, am nächsten Tag haben wir einen Umkehrstab. Der Kurs berührt auch wieder diesen Bereich. Da waren halt wieder Leute bereit, den Markt zu stützen und zu sagen, oh, das ist günstig. Andere hatten hier Panik wahrscheinlich und haben gesagt, der geht wahrscheinlich wieder nach unten. Ich akzeptiere niedrige Preise. Die anderen sagen, das ist doch super, günstig, gib mal her. Ich fahre hier die entsprechenden Aktien ein. Ja, und von daher ist man hier unten wesentlich günstiger dran, auch wenn das Volumen etwas erhöht ist, wie man sieht, weit über dem, du also nicht weit, aber schon über dem Durchschnitt, dann wäre es doch hier eine gute Einstiegsmöglichkeit am unteren Ende, weil ich ja weiß, dass ich eine Chance habe, bis hier oben hinzulaufen. Und dann würde ich natürlich, wenn ich nach Aktien suche, hier suchen und hier oben eventuell, ja, wenn es eine Aktie ist, einen Teil zu geben, weil ich halt nicht weiß, ob das Ding da durchläuft. Also, wer mir erzählt, der weiß das, weiß ich nicht, der soll er mich anrufen gerne. Den Tipp hätte ich auch gerne. Es geht hier einfach nur um Chancen und Risiken. Und die Chance, ja, dass es hier im Endeffekt wie ein Pullback gelaufen ist über den Wochenwiderstand, hier sammelt es wieder an und läuft wieder in die Richtung, ist recht gut. Bei Aktien mag es sogar noch dynamischer sein, so dass ich mein Target eventuell schon viel früher erreiche als in dem Index. Wenn ich jetzt hier suche, das ist auch okay, weil wir korrigieren ja ein bisschen, dann muss ich mir auch bewusst sein, wo es dann wieder spannend wird, ne? Also, wo ich halt aufpassen sollte, dass es nicht unterlaufen wird. Wenn es hier drunter geht, ja, dann kann es halt relativ schnell wieder bis dahin gehen. Also, ja, von einem Volumen Range in die andere, wo die Preise halt, sagen wir mal, so extrem sind, dass der eine es geben will und der andere nimmt es dann mal für das Geld, dann habe ich halt ein Risiko. Heißt jetzt weniger Positionsgröße als in der Situation. Ja. Aber die Märkte sehen an sich gut aus. Kann man jetzt nicht meckern. Man ist wahrscheinlich in der Situation kaum reingekommen, außer man hat ein entsprechendes
Handelssystem und ist da ein bisschen mutiger. So, MDAX. Ja, auch drüber. Ja, hat hier auch kräftig reagiert an diesem Wochenwiderstand, abverkauft worden. Das war ja das, was wir eben hatten. So, nehmen wir den Nasdaq. Ups, gar nicht mehr so gut aus, ne? Mache ich mal sauber hier. So. Ich weiß, irgendwann würde ich sagen, drück mal Steuerung entfernen oder Alt entfernen. Das kann man aber auch so lösen. So, da sind wir schon ein paar Mal so in diesem Bereich oben angestoßen. Also hier der Initialpunkt, dann hier schon vorher geschwächelt, hier auch wieder. Schaue ich mir mal an, wie das Volumen aussieht in dem Bereich, in dem Extrembereich. Da unten haben wir eine hohe Volumenkerze. Ja, so, die ist hier unten stattgefunden. Einmal am Tief ist interessant, einmal am Hoch interessant und die nächsten Tage ist das Volumen auch noch erhöht. Das heißt, wir haben hier so einen lokalen Tiefpunkt. So. Und dann schauen wir noch auf das nächste Volumen, was da oben irgendwie interessant ist. Ja, ist auch ein bisschen erhöht. Da oben. Auch nicht so fein aus. Haben auch noch einen Umkehrstab. So. Und komischerweise hat der Kurs auch wieder hier reagiert, auch mit erhöhtem Volumen. Also es sind nicht mehr so viele Leute bereit, diese Preise zu akzeptieren. Irgendjemand möchte mal dabei sein, aber der andere sagt, nö, ich nicht mehr, weil ich bin da unten eingestiegen. Ne? Und deshalb entsteht dann irgendwann so ein Widerstand. Und wenn Fonds aussteigen, dann brauchen sie halt ein hohes Volumen. Und dann versucht man halt oft so einen Ausbruch zu initiieren, um das entsprechende Volumen herzustellen. Und wenn alle, die auf Ausbruch traden, dabei sind, dann geben die gerne ihre Sachen wieder ab. Kaufen halt eher lieber in der Situation, wo wir sagen, fällt der Markt nicht noch weiter. Ja, wenn die kaufen, dann ändert sich das. Wenn wir da kaufen, dann greifen wir ins fallende Messer. Und dann haben wir letztendlich von dem Trade auch nicht viel. Also immer ein bisschen aufpassen, was letztendlich an diesen Punkten, kumulativen Punkten gespielt wird. So, jetzt die Situation ist, wenn ich jetzt reingehen würde, dann kaufe ich etwas verspätet zu dem Punkt, der eigentlich interessant ist, nämlich an diesem Volumen. Unterstützung, die von hier oben, von dem hochkommt. Kurs geht drüber hinaus, dippt drunter, geht drüber und jetzt läuft der Kurs ein bisschen seitlich. Das heißt, ich kann hier damit rechnen, dass hier nochmal ein bisschen Support gefunden wird. Ja. Und die Chance, die ich natürlich habe, ist, dass der Kurs weitergeht bis an den oberen Volumenbereich. Ja, kann auch schon früher eingeleitet sein. Würde ich jetzt nicht handeln, wenn ich mir die anderen Märkte ansehe, dann halte ich die Nasdaq, den Nasdaq-Index jetzt nicht für das präferierte, ja, Index. So, Nasdaq haben wir durch, DAX. Schauen wir uns schon mal in dem Fall den FDAX an, also den Future. Ja, kann man machen, muss man nicht. Sieht hier also von den deutschen Indizes am bescheidensten aus, finde ich. Wir haben Wochenwiderstand darüber. Wir haben hohes Volumen in dem Bereich, und zwar in dieser Kerze. Wir sind schon oben dran. Das heißt, wenn ich jetzt hier suche nach Aktien, kann es sein, dass er wieder sich in den Kopf stößt, nach unten läuft, ist also nicht mehr so günstig. Ich suche mir halt lieber jemanden aus, der halt etwas günstiger ist, weil wir hier unten im Bereich sind. Ich sage immer zu meinen Leuten, schaut doch einfach, dass das Volumen möglichst nah unter euch ist. Ne? Wenn das Volumen über euch hoch ist, dann könnt ihr nur hoffen, dass er da durchgeht. Aber wenn ich unten kaufe und das Volumen ist etwas unter mir und ich bin ziemlich nah dran, da habe ich das Risiko, dass er da durchbricht, aber ich habe eigentlich mehr dafür sprechen, dass er halt darauf reagiert und dort mein Trade zu setzen, weil ich dann ein bisschen nach oben noch eine höhere Chance habe. So, also DAX würde ich jetzt, ist schön, dass wir uns den angeguckt haben, aber das ist jetzt nicht mein präferierter Markt. Was haben wir noch? CDAX interessiert mich gerade nicht. TecDAX. Schauen wir uns noch an. Und dann kümmere ich mich um die Fragenbeantwortung. Will ja auch die Aktien zeigen. TecDAX sieht genauso bescheiden aus, noch bescheidener aus als die Nasdaq. Würde ich, glaube ich, gar keinen Blick drauf werfen, weil der schon so weit unten steht bei mir, dass sich da eigentlich kein Blick lohnt. Das mache ich eigentlich nur so,
Wir haben den 200er als Unterstützung, ob der hier wirklich hält. Wir haben erhöhtes Volumen da. Der Markt kann sicherlich noch bis hier zurückgehen, wenn nicht sogar noch bis da. Und dann hoffen wir mal, dass er hält, weil hier haben wir Wochenunterstützung und hier die entsprechenden Volumina hier unten, wo er aufgefangen werden kann. Also würde ich jetzt noch nicht long handeln. Ich würde ihn erst long handeln, wenn er da durchgeht und wieder zurückkommt. Dann haben wir noch ein bisschen Chance. Ja, Wochenwiderstand ist dagegen. Also der Markt muss noch eine Menge machen, bis er überhaupt wieder attraktiv ist. Von daher ist er schon da unten ganz richtig platziert. Gold ist auch mal interessant. Nehmen wir Xetra Gold. Hat ja letztendlich bin ich da auch investiert in Xetra Gold. Jetzt mal ein bisschen größer machen hier. So, den ein bisschen kleiner. Sieht man ja im Moment, sind wir genau hier am 9. November um 200er aufgeditscht und das in einer Wochenunterstützung, nachdem wir die erste Mal so ein bisschen durchgerauscht sind, dann haben die Kurse sich gefangen. Das war eigentlich im Endeffekt die Angst über Corona, die so ein bisschen Gold wahrscheinlich getrieben hat, viele Anleger. Dann kam die Nachricht des Impfstoffs und ab, Wiedersehen, Wahl ist auch gut ausgegangen. Jetzt dümpelt der Kurs hier so rum. Ja. Also ich werde Gold definitiv halten, solange es sich über 50 bewegt. Ja, danach, also in dem Fall ist es ja 50 Euro, das ist ja Xetra Gold, physisches Gold eingelagert und daraus im Endeffekt der Wert berechnet, der halt an dem Gold letztendlich im Future gehandelt wird. Und dieses ist Gold ist sogar steuerfrei, wie ich weiß. Gab es letztens ein Gerichtsurteil. Das heißt, das Unternehmen muss halt seine Steuern darauf nicht irgendwie abführen, irgendwie so. So, also von daher hier konsolidiert ist. Wir sehen lange Lunten hier unten an den Kerzen. Hier auch so ein Umkehrstab. Das hohe Volumen hier unten sollte auf jeden Fall stützen. Die Kurse reagieren an dem Bereich. Fehlt noch ein bisschen an Durchschlagskraft. Sollte der Gesamtmarkt korrigieren, denke ich, wird es wieder etwas mehr in Gold gehen. Also ich halte das bei mir auf jeden Fall, sollte der Kurs darunter schließen, unter dieser Wochenunterstützung und unter dieser Volumenkerze, dann wird es halt kritisch, weil dann sind alle, die sich hier wieder eingedeckt haben, eigentlich Nese. Okay, dann kurz Aktien anschauen. Drücke ich mal hier auf Plus und such mal, was haben wir denn hier im Angebot? Das war der Thorsten hat die Jinko Solar. Wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir die schon mal. Name Jinko Solar. Zack. Hat ein hohes Ranking, wie man sieht. Jawollo. Na klar. Ja, das nenne ich mal einen dynamischen Anstieg. Ne? Jetzt ist immer die Frage, wo du eingestiegen bist. Ne? Aktuelle Situation, wenn ich das sehe und ich bin nicht dabei, Wochenchart extrem hochgelaufen, jetzt Korrektur, das ist schon mal gut. Ja? Also wenn man jetzt nicht dabei ist, an der Seite steht, flat ist, dann muss ich mir anschauen, wie reagiert der entsprechend oben, lokal oben ist ja da, das sieht man ja jetzt, da habe ich ein extrem hohes Volumen. Und da waren sich wohl Leute einig, die gesagt haben, was soll man, den falschen Knopf, so. Das möchte ich gar nicht weiter verfolgen und gehen halt raus. Ich möchte niedrige Preise nicht akzeptieren von meinem Gewinn. Da kriegt man dann auch ein bisschen Angst. Und dann wurden hier wahrscheinlich die Aktien kurzfristig aufgenommen. Dann gab es einen Umkehrstab, der schließt drüber. Dann wieder drunter unter dieser Range und dann ist halt einmal vorbei, weil Volumen bleibt noch hoch, geht dann halt noch eine Etage tiefer, bis die Abwärtsbewegung zu Ende ist. So, dann sieht man, wie das Volumen zurückgeht, dann addiere ich das hier auf. So, dann ist es dieser Bereich. Lokal hier an der Kerze, lokal da und jetzt bildet sich so eine Unterstützungszone im Volumen und dann muss ich halt schauen, was macht der Kurs danach? Er etabliert sich dann halt da drüber, noch nicht über dem 20er. Das heißt, wenn ich reingehen würde, wäre ich eher hier der Freund reinzugehen, als jetzt hier.
weil wir fangen schon wieder an da oben. Volumen etwas hoch, nicht so wie da, aber die Preise fallen danach wieder extrem. Also wir kommen nicht mehr ran an diesen Extrembereich vorher. Also muss ich mir wieder einen Bereich raussuchen. Volumen ist da hoch und da hoch. Kommen wir wieder, es definiert sich jetzt so eine Zone, es wird immer dichter hier. Und damit erkenne ich, okay, hier ist noch eine richtige Verwerfung drin. So, der letzte Punkt, wo ich halt probieren werde, long zu gehen, ist, wenn er hier drüber über die 69 geht, dann habe ich eine Chance, dass er bis zu 78 geht. Ja, so, wenn er jetzt aber hier runterfällt und jetzt reagiert der Kurs da drauf, ich brauche jetzt mal ein Stärke-Signal. Ja. Also ich habe ja immer nur kleine Kerzen, unentschlossen, Doji umgedreht. Das war meine Stärke, darüber eine Kauforder hätte ich gesetzt, ist nicht gefüllt worden. Ja, wir haben kein neues Hoch, also eine Stop-Limit-Order hätte ich gesetzt. Target hätte ich in dem Bereich wahrscheinlich rausgenommen. Dann, wenn es hier hochlaufen würde, hat es aber nicht gemacht. Die Order ist gar nicht getriggert worden, werde ich dann wieder gelöscht. So, und jetzt warte ich eigentlich, würde ich jetzt warten, bis das Ding runtergeht, hier reagiert, alles rausnimmt, das Volumen steigt, Umkehrstab oder ein Powerbar kommt und dann hat man nochmal eine Chance, dass sie dementsprechend an das alte Volumen nochmal hochläuft, bei 66, 67. Ja. Dann Teilgewinn wieder mitnehmen, Rest vielleicht laufen lassen. So sieht ungefähr meine Strategie aus. Also, wer nicht dabei ist, noch nicht dabei ist, ich würde halt warten, bis jetzt wirklich mal eine Kerze kommt, die mal jetzt wieder was signalisiert, dass der Markt auch Lust hat auf die Aktie. Im Moment sagt der eine, ich habe sie, aber ich gebe sie nicht und für den Preis gebe ich sie nicht, ich will sie aber auch nicht. Passiert nicht viel. So, ansonsten eine schöne Aktie, ne? Kann man ja nicht meckern. Wer jetzt da unten dabei ist, da spielt ja das hier gar keine Rolle mehr, ne? Also wenn hier einer bei 19 eingestiegen ist und bei 95 korrigiert die Aktie mal, dann ist mir das vom Stop her eigentlich egal, weil wenn das Unternehmen nicht pleite geht, dann oft in der Dauer der Zeit als Investor, könnte ich dann natürlich auch wesentlich länger die Aktie halten. So, Qualcomm. Ich glaube, das ist Qcom. Das Kürzel. Yep. Qualcomm. Ja, kann man ja auch nicht meckern, ne? Die Aktie momentan, das ist ein sichtbares Gap. Ich denke mal Zahlen oder so. Jetzt ausgebrochen. Das ist schön. Wer sie hat, halten logischerweise. Nichts zu sagen. In dem Bereich hatte ich ein extrem hohes Volumen. Ja, da, zack, lokaler Hochpunkt. Die Aktie reagiert nochmal, geht wieder runter. Dann reagiert sie hier, setzt hier nochmal Stärke rein, korrigiert wieder Stärke rauf und bricht jetzt hier aus. So, womit kann ich rechnen? Wo ich Unterstützung finde, sollte eigentlich in diesem Bereich sein, weil an dieser Kerze habe ich unten auch das Volumen, das ist auch das Gap letztendlich. Heißt, hier in dem Bereich habe ich eine gewisse Unterstützung. Ja, sollte der Kurs da runterfallen, kann er weiter einsickern in dieses Gap und dann wäre hier der nächste Einstiegspunkt ganz nett. Weil wir da wahrscheinlich wieder auf Käufer finden. Also, wer an der Seite steht, ist schön. Für mich wäre die jetzt, ich bin ein bisschen geizig, da schon zu teuer. Ich würde jetzt nicht mehr da drauf setzen. Sondern vielleicht macht es nur ein, zwei Tage so und kommt dann zurück. Den Bereich. Entweder reagiert sie hier oder sie reagiert halt nochmal hier. Dann habe ich den 20er wahrscheinlich auch da oben. Haben einen kumulativen Punkt, haben keinen Wochenwiderstand, weil die Aktie läuft ja wie geschnitten Brot wieder mal. Von daher eine gute Aktie. Wer einsteigen will, ein bisschen warten. Und wer sie hat, der kann sich ja zurücklehnen. So, wer noch eine Frage hat, der kann noch loslegen, weil wir haben jetzt bloß noch 5 Minuten. Dann ist schon wieder eine Stunde vorbei. Das ist echt krass. So, was haben wir denn noch? Gold haben wir. Öl können wir uns ja nochmal anschauen. Öl ist der ETF, der USO-ETF, ja, mega volatil. Mal das Brandöl nehmen, auch volatil. Tja, also Öl kann man ja auch eine Menge sagen. 200er rauscht nach unten. Wir sind jetzt drüber im Moment, haben aber ja, doch einen recht massiven Wochenwiderstand gegen uns. Und wenn wir uns das Volumen anschauen an den entsprechenden Umkehrpunkten da unten,
Dann ist das schön. Da hat das Volumen zugenommen. Kurs dippt drunter, geht dann wieder drüber. Und mit entsprechenden hohen Volumina. Ja, das an dieser Kerze war nicht so hoch. Das an der nächsten, an der kleinen, war extrem hoch. Und das an der nächsten auch. Und dann sehen wir halt, der Kurs reagiert auf dieses Volumen, bleibt ganz wenig in diesem Preisbereich und kehrt dann wieder hier drüber zurück. Bedeutet, was haben wir denn da oben an Volumen? Hohes da, haben wir ein hohes Volumen. In dieser Kerze hat der Kurs nicht gehalten, am nächsten Tag hoch, dann hoch, nicht gehalten. So. Also müsste ich mir darüber Gedanken machen, wenn ich jetzt in Ölwerte ja, screene oder halt direkt in Öl was mache, wo wird es gefährlich und was haben wir an Potenzial? Hier bin ich definitiv ein Ausbruchstrader, wenn ich es versuche. Mir liegt es eigentlich lieber, wie gesagt, wenn ich hier so einen Umkehrstab kriege oder ein Powerband an der unteren Range des hohen Volumens bin, weil dann habe ich das Potenzial, ich sage es ja immer wieder, dass ich bis da komme und schon mein Geld verdient habe und hoffe nicht, dass es hier oben bleibt und nicht so eine Umkehrkerze wird. Ja. Wenn er das nicht macht, nicht hier sowas ausbildet, seitwärts und einen Umkehrstab oder sonst wie, dann bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als dass er hier drüber geht. Ja. Da schaue ich halt eher zu und warte wieder auf den Rücksetzer. Dann habe ich dieses hohe Volumen unter mir, möglichst nah dran und kann halt mein Risiko damit einschätzen. Also Öl macht sich ganz gut, ist aber auch hier ein bisschen gedeckelt von den Wochen, die da standen, müsste die Wirtschaft extrem anziehen, sage ich mal, dass dann noch ein bisschen Feuer reingeben wird. Und das sind, glaube ich, waren heute Rohölbestand, irgendwie habe ich mal gelesen. Einzelhandelsumsätze, heute ist der 18. Baugenehmigung, Rohöl, Lagerbestände, heute 16:30 Uhr, was kam dabei raus? Schauen wir noch mal. 1,54. Wo haben sie ja gut geschätzt, würde ich sagen. Nee, waren die Baugenehmigung. Da ist Öl. 0,768. Noch weniger, als wir gedacht haben. Okay. So, dann bin ich soweit durch. Ja, vielleicht eine Aktie noch, weil es sowieso gerade ein Thema. Pfizer. Wie sieht es denn Pfizer nach deiner Methode aus aktuell? Schauen wir doch mal. Das habe ich keinen Kurs. Kann mir da jemand das Kürzel sagen? Das Symbol? Achso, ne Quatsch, ich muss ja was umstellen. Sorry. PFE. PFE. Okay, PFE. PFE. Da ist er. Genau. Da haben wir natürlich einen Kurs. Wow. Ich weiß gar nicht, ob das waren bestimmt die Zahlen. War das nicht die Aktie, die gesagt hat, dass Ja, unser das müsste Wirkstoff ist letzten Montag teurer? gewesen sein, ne? Wo die Meldung rauskam. Kam unser Wirkstoff ist für den Mülleimer, so gesehen. War noch die Meldung, glaube ich. Da ist natürlich dieser Bereich ein extremer zukünftiger Widerstandsbereich, logischerweise genau auf dieser Wochen, sage ich mal, Widerstandszone gelandet. Meldung wunderbar. Zack nach unten. Ein Gap haben wir auch noch. Das ist auch noch ganz entspannt. Das ist ein Aufwärtsgap, das man ja wirklich hier drin sieht. So, der Kurs fängt sich gar nicht da drin. Das ist auch mal interessant. Keine Unterstützung. Kehrt kurz zurück. Ja, guck mal hier, da reagiert er drauf, bleibt drin, dann geht er da runter und geht rein und schließt drunter. Jetzt haben wir so den 200er, der uns da noch irgendwie weiterhilft. Für mich jetzt kein Einstieg, weil mir fehlt die Stärke. Ja, also irgendetwas, was so aussieht wie eine Umkehr eines Umkehrstabes an diesem Bereich. Aber ich glaube, die Meldung war für Pfizer erstmal sehr, sehr negativ. Deswegen denke ich mal, viele Anleger werden sich erstmal auf die Pharmaunternehmen stürzen, wie eine CureVac oder sowas. Oder BioNTech, die letztendlich mit den Impfstoffen Geld verdienen werden. Ja, also rein charttechnisch gesehen war der letzte Stärkeversuch hier unten, ja, wo wir auch dieses Volumen haben, an dieser Kerze da oben.
Dann guckt sie halt drüber, aber eine Kauforder wäre ja am nächsten Tag gar nicht getriggert worden, weil wir das Hoch gar nicht erreicht. Sie steigt dann meistens am Hoch ein und von daher wäre diese Order auch wieder gelöscht worden und seitdem haben wir keine Stärke. Der letzte Punkt, wo das halt noch funktioniert einigermaßen, wo ich sagen, wo Feierabend ist, ist der 200er. Und da entscheidet sich dann wirklich diese Marke hier, diese letzte Bastion, sage ich mal. Wenn die 34 nicht hält, dann rutscht sie wahrscheinlich noch ein bisschen weiter runter bis zum nächsten Gap hier unten, um die 33. Also für mich im Moment keine Aktie, wo ich einsteigen. Ich glaube eher, dass die Leute hier oben verkaufen würden nochmal, die da nicht mehr zum Zuge kamen, schnell ihre Aktien abzustoßen. Okay, das war eine Punktlandung. 19 Uhr. Okay, super. Fragen sind jetzt auch nicht mehr im Chat, aber wie immer können Sie, wenn eine Frage noch auftaucht, uns gerne kontaktieren oder hier, wie Carsten jetzt auch zeigt, die Genau. Möglichkeit entsprechend direkt auf seine Webseite ihn anzuschreiben Genau. und dann können wir das in Nachgang klären. Bevor ich dir das Schlusswort übergebe, möchte ich mich natürlich bedanken bei dir und natürlich auch freue ich mich, dass wir im nächsten Jahr, wie du ja vorhin schon angekündigt hast, weiter zusammenarbeiten und das sogar intensivieren. Und da freue ich mich sehr. Und ich freue mich, dass dieses Webinar oder diese Webinarreihe immer schön besucht ist. Und dementsprechend würde mich auch freuen, wenn Sie weiterhin zu den nächsten Terminen dabei sind. Wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Woche, noch einen schönen Abend. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und Carsten, du hast das Schlusswort. Vielen Dank. Vielen Dank, Nelson. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Wie immer sehr nett, mit dir zusammenzuarbeiten. Vielen Dank für die interaktive, sage ich mal, Darstellung dieses Webinars, denn ihr habt damit mitgewirkt mit euren Fragen. Davon lebt es. Ihr könnt doch mal noch mehr Fragen letztendlich stellen, denn wo hat man sonst die Möglichkeit, direkt mit jemandem zu sprechen? Fragen sind dafür da, dass man lernt. Und es gibt auch keine dummen Fragen. Also sucht euch schon mal Fragen fürs nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und von allen bleibt gesund. Tschüss.